back in ETV. Servus und grüß euch bei Balcony TV, wo ich sehe, heute hier bei mir auf dem Balkon ist Pete the Beat. Ja, moin moin und servus, hallo. Take it away, Pete. Okay, leg ich einfach mal los. Also, Bassdrum, Snare. Hello, ladies and gentlemen, this is Balcony mit Bernie. Jo. Gut. Dankeschön, Pete, dass du uns da gezeigt hast, was du denn so machst. Ja, gerne. Das Ganze nennt sich Beatboxing. Genau. Ist jetzt nichts Besonderes. Also ich sag's mal, ich mach mal dumme Geräusche und mach's halt nur schon ein bisschen länger und so. Und das, ja. Ja, apropos länger, du bist Weltmeister im... Nee, Weltmeister bin ich nicht. Also es gibt Beatbox-Weltmeisterschaften und so, da habe ich aber bis jetzt noch nie teilgenommen. Aber ich habe einen Weltrekord im Guinness-Buch offiziell, also im Dauerbeatboxen. Okay. So. Wie lange beatboxst du da so? 25,5 Stunden. 25,5 Stunden? Ja. Wie kommt man auf die Idee, erstens, dass man Beatboxen überhaupt macht? Wie kommt man darauf, dass man das selber... sehr gut kann? Ja, also ich muss dazu sagen, ich bin nicht mehr der Jüngste. Ich bin ein alter Sack, der jetzt auf die 50 zugeht und ich mache das schon mal tatsächlich sehr, sehr lange. Ich habe mit 5 Jahren angefangen, also das ist jetzt tatsächlich über 40 Jahre her und war in Deutschland tatsächlich einer der Ersten, die, sagen wir mal, das Zeug auf die Bühne gebracht hatten, noch ehe das überhaupt als Beatboxen bezeichnet wurde. Ich wollte einfach meine Lieblingslieder immer komplett arrangiert, begleitet nachsingen, so nur die Melodie wäre zu langweilig gewesen. Und das fing tatsächlich so in den frühen 70ern schon an und dann habe ich dann mit meinem Lehrer geärgert, meine Verwandten bin ich auf die Palme gegangen und vor 25 Jahren habe ich das Ding dann auf die Bühne gebracht. Also ich sag mal so alt ist halt noch nicht mal mancher Beatboxer und ja, lebe auch seit 25 Jahren von dem Zeug und macht Spaß. Okay, du bist auf Tour gerade, warst gestern gerade in der Archenoa in Kufstein. Genau. Beim Kleinkunstgröstl. Ja. Wo sieht man dich sonst? Du bist ja auch auf sehr großen Bühnen teilweise am Weg. Ja, also ich bin teilweise auf Kreuzfahrtschiffen, kann man nicht viel sehen und ist dann auch so auf einigen bekannten Kleinkunstbühnen, jetzt wie in Deutschland, vor allem wie im Schmitz-Theater oder im Quatsch Comedy Club. Und jetzt hier im Süden und auch in Österreich bin ich jetzt in 2 Tagen, jetzt am 3. April in Salzburg bei Comedy in Pub zum Beispiel. Und ja. Wunderbar. Deine Tourdaten und so weiter findet man bestimmt im Internet. Ja, es gibt halt eine Internetseite, also Pete the Beat kann man mit und ohne Bindestriche eingeben. So, da kommt man bei mir auf alle Fälle an. Also Pete wie Peter und the Beat. Wow. .de. Also, das war Pete the Beat auf Balcony TV. Wolchze. Dankeschön fürs Einklicken und bis zum nächsten Mal. Back in ETV!